In diesem Video geht es um Surface, Band 3 und damit auch der letzte Band der Schattenbrüder-Reihe von Laura Winter. Und also ich muss sagen, mir hat Band 3, glaube ich, am besten gefallen von der ganzen Reihe. Ich fand die Protagonisten einfach so süß. Die waren so niedlich. Wobei es aber auch ziemlich spannend geworden ist. Also das Buch ist einfach ein Komplettpaket. Ihr Lieben. In diesem Video geht es um Surface, Band 3, der abschließende Band der Schattenbrüder-Reihe von Laura Winter. Und wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass mir ja Band 1 schon ziemlich gut gefallen hat, Band 2 noch besser, aber Band 3 hat mich jetzt umgehauen. Das liegt vor allem an den Charakteren, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal, worum es geht. Also es geht um Lorenzo. Das ist der jüngste der drei Mafia-Brüder. Und nach einem traumatischen Erlebnis in seiner Kindheit leidet er jetzt an Agoraphobie. Also er kann das Haus nicht verlassen. Auch wenn er es ab und an gezwungenermaßen dann doch tut. Aber er hat dann die ganze Zeit Panik. Und er kann auch Berührungen nur schwer ertragen. Seine Flucht aus der Realität sind Computerspiele. In einem Chat lernt er es Geyser kennen. Ich habe keine Ahnung, ob man die so ausspricht. Er ahnt anfangs nicht, dass sie eine junge Frau ist. Doch als er sie dann einmal durch die Computerkamera beobachtet hat, kann er damit nicht mehr aufhören. Irgendwas in ihm weiß, dass sie zu ihm gehört. Und als er merkt, dass sie Hilfe braucht, zögert er nicht. Geyser ist nämlich eine Gefangene. Seit ihrer Kindheit hält sie ihr Vater in Isolation in einem Haus gefangen. Und er hat ihr eingeredet, dass der Armreif, den sie am Arm trägt und den sie nicht ablegen kann, ein Sprengsatz ist. Also er hat ihr gesagt, der würde explodieren, wenn sie versucht, den abzunehmen. Oder sollte sie das Gelände verlassen? Er misshandelt sie, zwingt sie immer wieder zu hungern und trotz dieses Hungers dann ein gnadenloses Sportprogramm durchzuziehen. Und zudem, er ist total übergewichtig, also das ist echt irre. Und der Grund dafür ist, dass sie seinen Vorstellungen von Schönheit entsprechen soll, wenn er sie an einen Mafioso als Braut verkauft. Also totaler Riesen-A-Punkt-Punkt-Punkt. Skyser tut einem echt schrecklich leid. Sie leidet so sehr und man möchte einfach ihren Vater nur verprügeln und dem wirklich richtig wehtun. Sie leidet halt nicht nur unter diesen Attacken oder unter dem Hunger, sondern vor allem unter Einsamkeit. Sie ist so schrecklich einsam. Und als sie dann merkt, dass sie sich von Lorenzo angezogen fühlt, hört sie zu seiner Sicherheit auf, das Computerspiel zu spielen. Also nimmt sich auch noch diesen letzten Rest, der sie irgendwo aufgebaut hat, weil sie Angst hat, dass ihr Vater ihn umbringt, wenn er von ihm erfährt. Und damit könnte sie nicht leben. Gleichzeitig sehnt sie sich aber auch nach ihm und nach seiner sanften Stimme. Also Lorenzo tut einem auch unglaublich leid. Er hat so Schlimmes erlebt. Und ja, sie zu stalken und zu beobachten ist definitiv falsch. Aber irgendwie kann man es eben auch nicht übel nehmen. Lorenzo ist so süß. Also er ist so, er macht sich Sorgen. Also er beobachtet sie nicht, um sie zu kontrollieren oder einzusperren oder zu überwachen oder irgendwas Negatives. Er beobachtet sie, weil er für sie sorgen möchte. Er möchte, dass es ihr gut geht. Und das sorgt dafür, dass es bei ihm halt kein gruseliges Stalking ist, sondern irgendwie süß. Ganz seltsam. Ja, ich weiß, aber bei ihm ist es einfach irgendwie total süß. Man möchte Lorenzo einfach die ganze Zeit über den Arm nehmen. Der ist so knuffig. Also mich haben beide sehr berührt und auch gefesselt. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen und ich habe mir die ganze Zeit Sorgen um die beiden gemacht. Na, man konnte vorhersehen, worauf es hinausläuft. Man konnte vorhersehen, was passieren würde. Und es hat mich aber auch irgendwo nicht gestört. Also, na, auch Skyzer, die trifft zum Beispiel eine sehr dumme Entscheidung. Aber das ist auch nachvollziehbar irgendwie. Und gerade wenn man erfährt, was sie halt erlebt hat, man kann es ihr auch nicht übel nehmen. Aber das ist halt das Besondere an dem Buch, obwohl man viel vorhersehen kann und obwohl
man auch bei manchen Entscheidungen schon vorhersehen kann, wie das am Ende oder was für Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Trotzdem stört einen das überhaupt nicht, weil man so nah bei den Charakteren ist und die beide so niedlich und so süß sind, dass man einfach nur möchte, dass denen einfach nichts passiert. Und das Buch ist total spannend und berührend und romantisch und es hat mir noch besser gefallen als Band 2, einfach weil die beiden Protagonisten so sanft sind. Man möchte beide am liebsten vor der großen bösen Welt beschützen. Und also mir hat es einfach richtig, richtig gut gefallen. Deswegen gibt es von mir auch 5 Sterne. Und ich bin echt gespannt, ob ein paar von euch der Reihe eine Chance geben. Also ich hoffe es, weil sie einfach rundum von Band 1, Band 2 und Band 3 sind sehr ungewöhnlich. Alle drei. Und alle komplett anders. Also es ist nicht immer dasselbe Schema. Und das finde ich super. Also es ist, man merkt wirklich, es sind immer eigenständige Charaktere, Protagonisten, die ihr eigenes Leben leben. Also und das finde ich ganz super. Also ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen anfixen für die Reihe. Und das war es auch wieder von mir. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis bald. Macht's gut.